Was geht ab, Freunde Supporter? Willkommen zu einer weiteren grandiosen Folge The Last of Us 2. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, wie immer. Danke erstmal an alle Unterstützer dieses Projektes. Macht es gerne weiterhin, würde mich sehr freuen. Werft auf jeden Fall auch einen Blick in die Videobeschreibung. Könnt mir gerne auf Instagram, Twitter und Twitch folgen. Seid gerne mal bei einem Stream zum Beispiel dabei. Mir geht's gut. Die kündige ich unter anderem auf meinen Social Media Seiten an, damit ihr Bescheid wisst. Wäre auf jeden Fall nice. Ich meine, ja, einfach mal so beim Stream dabei sein, ein bisschen quatschen, ist ganz cool. Und ja, checkt auf jeden Fall auch gerne meinen Partner Instagaming ab. Für günstig Games, Guthaben, falls ihr irgendwas braucht. Wenn sie weg ist, bis wir da sind. Findet ihr das dort bestimmt. Dann will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Und das Gewinnspiel läuft da auch immer noch. Jeden Monat gibt es ein neues Gewinnspiel für. Wir sollten solche Stolperdrähte um Jackson auslegen. Vielleicht ein guter Weg, mit den Horden klarzukommen. Ja, das wäre gut. Obwohl, wir wahrscheinlich auch andere erwischen würden. Wir könnten Warnschilder aufstellen. Was, wenn sie nicht lesen können? Dann eben Zeichnungen. Ein Fuß, der über was stolpert und ein großes Zeug. Ich könnte sowas bauen. Ich mag dich. Ich will das schriftlich. Ich habe meinen Freund von Joel getroffen. Er hat die ganze Stadt vermint. Wie konnte da irgendwer leben? Er war der Einzige. Er hat ganz alleine in einer Stadt gelebt? Er hatte Probleme mit Nähe. Das ist traurig. Hat ihn am Leben? Hey, da. Och man, warum wird denn das immer unterbrochen von sowas? Wer das wohl ist? Also wirklich. Eine, die will, dass wir ihre Liebe spüren. Meinst du, sie hat was mit den Wurst zu tun? Keine Ahnung. Das ist echt komisch. Wer das wohl ist. Ach, das ist immer so doof, dass solche Gespräche unterbrochen werden, wenn man weiterläuft. Es ist halt aber auch doof, erstmal stehen zu bleiben. Ja? Man muss eigentlich in jedem Videospiel die letzten 10, 15 Jahre einfach stehen bleiben. Einfach sinnlos stehen bleiben, bis sie wirklich komplett ausgeredet haben, damit man wirklich jedes Gespräch mitbekommt. Ich hätte gerne gewusst, was sie jetzt weiter gesagt haben. Aber dass ich einmal langsam nach vorne laufe, ich bin ja nicht mal gesprintet, ganz normal gelaufen nach vorne und schon wird es unterbrochen. Ach, ich hasse sowas, ne? Ich hasse sowas wirklich. Ich hasse das. Bei GTA früher wusste man wenigstens, da hatte man ja eine schöne Markierung, wo man zum Beispiel mit dem Auto hinfahren musste oder bei Red Dead, wo man stehen bleiben musste, dann wusste man, alles klar, 50 Meter vor dem Ziel bleibe ich erstmal stehen, lass sie zu Ende reden und dann fahre ich erst rein. Naja. So, Viv, ich hoffe, du bekommst diesen Brief. Ich habe gesehen, was passiert ist. Die WLF ist in euer Haus eingebrochen und hat alles rausgeholt, was Jimmy gestohlen hat. Schmuck, Ausweise, Lebensmittelkarten. Raoul! Wir haben versucht, sie aufzuhalten. Es tut mir so leid. Hatten wir eigentlich zwischendurch neue Tagebucheinträge? Ich glaube nicht, oder? Nee. Oh Mann, Schimmer. Jetzt bewegt Schimmer sich gar nicht mehr. Ihr Schweine. Ach du Scheiße. Die wurden alle erschossen. Hey, sieh mal. Es gehört Tommy. Die Infizierten haben sich daran ausgetobt. Ist alles okay? Ja, tut mir leid. Es ist nur der Gestank. Okay. Er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Ja, ich will auch direkt loskotzen, Alter. Deswegen, boah, ey.
Also, vielleicht sind unter euch Eltern am Start, wa? Sind bestimmt ein paar Eltern am Start. Ich habe schon richtig Schiss, wenn ich Kinder habe, die zu wickeln, wa? Also, ich würde es natürlich gerne machen, aber ich werde kotzen müssen. Ich werde kotzen müssen. Ich werde einfach kotzen. Ich habe keinen Bock, mein eigenes Kind dann später anzukotzen, Alter. Ich habe da einfach keinen Bock. Ich werde kotzen müssen. Ich werde 18 Klammern auf die Nase packen oder sowas. Ich weiß es nicht. Duftbaum 3 Stück unter die Nase oder rein in die Nase stecken oder so, damit ich es aushalte. Wieso ist diese Stadt so demoliert? Ich werde kotzen müssen, ich werde. In Boston war auch kein Bürgerkrieg. Die Fireflies haben sich nie auf diese Art gewehrt. Ich sehe keine Wolves. Nein. Aber freuen wir uns nicht zu früh. Ich denke mal, die werden gleich kommen. Siehst du den TV-Sender? Ja, er ist da lang. Bergauf. Wow. Er Tote. Mehr Erschossene. Was war das für ein Geräusch? Tommy ist hier auf jeden Fall lang gekommen. Ich finde es echt ganz cool mit den verschiedenen Fraktionen. Naja, gut, hier können wir nicht mal vorbei. Stabile Barrikade. Okay, tja. Stopp! Stolperdraht. Ach, shit. Gute Augen. Yo, du läufst da fast rein! Die sind überall. Wahrscheinlich für Infizierte. Ja. Trotzdem. Ein falscher Spiel Schritt. Mit dem Feuer. Kann ich sie da reintreiben? Wir müssen vorsichtig sein. Ich probier's. Komm. Komm schon. Oh! Okay. Achtung! Ah, Spaß, Freunde, alles gut. Oh, Alter, was ist das hier, Alter? Ein Dojo. Was ist das hier? Bruce Lee Academy, oder was? Können wir irgendwas herstellen? Wir sind voll, Alter. Ja. Also wir haben alles hergestellt und sind komplett voll von der Lebensenergie etc. Wir brauchen einfach gar nichts. Wir sind echt gut am Start, wa? Also von den Materialien ganz gut. Munition geht natürlich noch ein bisschen besser, aber Werkbank. Mehr Schrauben. Ich weiß gar nicht, ob wir so viele Schrauben am Start haben. Wie viel haben wir denn? 29. 29 gerade mal. Ist das überhaupt eine Werkbank hier? Ja. Können wir mit 29 überhaupt irgendwas machen? Nee. Wahrscheinlich 30. Wahrscheinlich mit 30 könnten wir was machen. Schade. Sie haben dieses ganze Gebiet voll im Griff. Hier kommt wahrscheinlich nicht oft einer durch. Das wäre dann der Silberstreif. Schrauben, Karten. Aber wie viele haben wir eigentlich mittlerweile? Alter! Hä? Die sieht ein bisschen aus wie Korra aus Avatar, Alter. In Muskelform, oder? Kennt jemand die Legende von Korra, Avatar hier? Herr der Elemente, nur dass sie die Frau der Elemente ist. Das sieht ein bisschen so aus. Nur in Muskel-Hulk-Form. Tja, hier ist anscheinend gar nichts. Und die Stimmung und die Musik, die baut sich schon langsam so auf, wa? Ich glaube, gleich kommt hier irgendwas aus der Ecke rausgesprungen. Du willst Spaß haben? Ruf Stacy an.
Aber wieso wird for a good time, du willst Spaß haben, übersetzt? Warum nicht einfach für eine gute Zeit? Na gut. Dafür habt ihr mich ja mit meinem Business Edge, translate ich euch das ganz kurz. Alter. Ey, wieso hab ich den Revolver denn jetzt schon wieder? Ist alles okay? Ja. Ja. Naughty Dog, ich hab's gesagt. War die Nummer ein Hinweis? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Diese 206 ist wahrscheinlich einfach nur so eine Art Vorwahl, glaube ich, oder? Scheiße, Mann. Warte mal. Stand hier irgendwas drin? Rebeccas Vorwarnung, Verwarnung? Nee. Hatten wir irgendwas? Rolls Friedensangebot? Leas Foto. Leas Notiz. Boah, ich weiß nicht, Alter. Nee, das hat ja gar nichts hier mit zu tun. Ich weiß nicht, ey. Haben wir schon irgendwas? Nee, das sind die Kontrollcodes. Boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie was vergessen habe oder ob wir es einfach wirklich noch nicht gefunden haben. Wir haben wahrscheinlich. Haben wir es noch nicht gefunden, glaube ich, oder? Steht hier irgendwas an der Wand? Scheiße, Alter. Ah, hier. Vielleicht, wahrscheinlich, einfach. Ja. Ja, ne. Sieh zu, dass du den Umschlag vor Montagmorgen zur Bank bringst. Als Kombination habe ich die letzten 6 Ziffern von Stacys Telefonnummer. Also doch, okay, gut. Ich dachte, das kannst du dir gut merken. Hehe. Die letzten 6. Double check. Also 55-01-33 oder was? 55-01-33. Letzten 6. War das, ne? 01. Ja. Oh Mann. Na ja. Wow. Wow. Hat sich ja mega gelohnt. Hat sich ja mega gelohnt. Krank. Aber nur krank. So, warte mal, war da noch eine Tür? Nee. Nee. Kannst du hier nicht rüberspringen? Übers Auto? Nee. Wo müssen wir denn jetzt hin, ey? Das hohe Gras macht mich nervös. Ja, die sind schwerer zu sehen. Mehr von dem Zeug. Huh. Okay, hier habe ich auch noch was übersehen.
Rebecca, inzwischen musst du mitgekriegt haben, dass ich nicht in den Bus gestiegen bin. Ich liebe dich, aber ich kann einfach nicht fassen, dass du dich mit diesem verdammten Faschisten zusammentust. Sie haben einen meiner Nachbarn getötet, sie zerrten ihn auf die Knie und erschossen ihn vor seinem eigenen Haus. Er hieß Jimmy. Ich kenne ihn, seit er 13 war. Fran. Geiler Name. Tja, Freunde. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir da lang müssen. Oder? Ach, okay, jetzt kann man das auch öffnen. Gut. Schon wieder Draht. Komm nicht. Yay, hier ist ja ganz schön viel Draht, wa? Ich dachte, wenn da links zwei sind und rechts ist nur noch ein Weg, dann muss der ja frei sein. Na gut, dann haben wir die Animation auch mal gesehen, war extra. Wie bei Tomb Raider, habe ich extra gemacht. Ich glaube, da kommen wir nicht rum. Moment mal. Ja? Oh, ganz ruhig. Ich wollte Munition sparen. Sollen wir da durch? Ja, hast ja recht. Glaubst du, das hat jemand gehört? Nö, bestimmt nicht. Das war ziemlich laut. Augen offen halten. Shit. Oh oh. Bleib da unten. Die Treppe ist verdrahtet. Kannst du sie hochjagen? Nicht hier. Nee, warte mal, warte mal. Nee. Hä? Ah, warte mal. Okay. Probieren wir es nochmal. Das ist nicht gerade unauffällig. Vielleicht kommt Lea ja zu uns. Ja. Oder sie locken uns in einen Hinterhalt. Mann, ich muss da rein. Kletter doch einfach direkt drüber. Da ist er. Leise jetzt. Leise jetzt. Als Maul. Scheint leer zu sein. Glaube ich nicht. Siehst du einen Weg rein? Noch nicht. Hier vielleicht? Kann man das Tor aufmachen? Ja. Vielleicht können wir hochklettern. Wahrscheinlich durchs Fenster, oder? Da ist nichts. Ne, da ist nichts vorne. Gut, gehen wir straight in den TV-Sender rein. Oder auch nicht. Was übersehen? Achso. Ja. Oh. Oh, fuck. Brutal.
Gehen wir rein. Jagdgewehr ist auch voll. Das ist doch... Das ist doch ein Witz, Alter. Wie wenig kann ich mitnehmen? Das ist schlecht. Das ist ja sehr schlecht für mich jetzt. Freunde, ey, was soll das, ey? Du kannst gerade mal 9 Schuss Jagdgewehr mitnehmen, als wäre da nicht noch ein bisschen Platz drin. Na gut, egal. Aber auch hier, ihr merkt schon, wenn ihr nicht die Kapazität erhöht habt, ballert ruhig, Alter, ballert ruhig. Ballert, was es säugelt. Und damit meine ich jetzt die Gegner, Jungs, nicht die Weibers. So. Scheiße. Sei vorsichtig. Sag mal, wieso finden wir keinen Schrott mehr? Wieso finden wir keinen Schrott mehr? Ausschmuskleid nehmen wir, oder? Boah, bei den ganzen Möglichkeiten ist... Boah, Alter, tut mir leid. Bei den ganzen Möglichkeiten ist New Game Plus, glaube ich, auch ganz geil, oder? Hast du schon gehört, oder? Die Viecher? Alter! Ach du. Definitiv nicht Tommy. Ich wollte gerade sagen, Tommy war das auf jeden Fall nicht. Zum Teufel war das? Ich weiß nicht. Aber es ist eine Botschaft. Es ist gerade erst passiert. Sie sind noch hier. Ich hoffe nicht. Aber halt die Augen offen. Wieder dieses Graffiti. Wer sind diese Leute? Leute, mit denen die WLF Ärger hatte. Die sind doch völlig gestört. Aha. Man muss sich nur mal ein bisschen beschweren, dass man keinen Schrott mehr findet. Alter. Vincent Raven wieder unterwegs. Hier wurde die Uri Geller Show anscheinend. Uri Geller Show wurde hier produziert. Ist immer noch. Der hängt immer noch fest mit seinem Raben. So, warte mal. Haben wir jetzt auf dieser Ebene alles eingesammelt? Ist hier noch was Spannendes? Glaube nicht. Wie die Musik sich immer weiter aufbaut, ne? Ist schon ganz cool gemacht. Ich muss eh sagen, die musikalische Untermalung ist eh geil bei dem Game. Die ganzen Sounds auch, also ganz, also komplett Audio ist richtig geil. Wie, was für dir nach? Wir sind gleich fertig mit der Folge, wa? Wir checken nochmal kurz nochmal hier den Raum ab und dann sind wir fertig mit der Folge. Schwester. Okay. Hier hätten wir hochgehen können. Hier ist bestimmt auch noch ein bisschen was zu sammeln, oder? Brauchen auf jeden Fall mehr Schrott. Ey, Freunde, die Spannung, ey, die steigt immer mehr, wie die Musik abgeht. Alter, was ist hier los? Checken, checken, checken. Okay. Gut.
Ich glaube, wir haben soweit alles hier in dem Innenraum. Beim nächsten Mal machen wir weiter, Freunde. Wie immer, lasst gerne Feedback da, lasst gerne ein bisschen Unterstützung da, checkt die Videobeschreibung ab und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.